Und willkommen zurück bei... Ja, hätten Sie es gedacht, ist es Minecraft. Aber was soll's. So, es muss hier oben noch die Erde wegklopfen. Ja. So, und dann müsste ich eigentlich mal hier die Höhle zubauen. Mit ein wenig Cobblestone. Das hier muss auch noch alles weg. Da habe ich mir das vorgenommen. So, das muss er weg, das muss er weg. Die Erde da muss noch hin fort. So, das ist ja... Ach, hier muss noch Haufen Sachen weg. Das muss weg, das muss weg, das muss weg. Das muss alles weg, das muss weg, das muss weg. Der Baum kann an sich auch weg. Da habe ich ein bisschen Holz wieder da. So, das war's auch mit dem Baum. Ja, die Tribüne muss ich natürlich auch in der Ecke hier vervollständigen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Aber naja. So, ich sammle mal die ganze Erde hier auf. Und, werde mal hier ein bisschen weiter den Stein aus der Decke kratzen. Während wir uns schönes Geflöte anhören. Ich müsste mir mal einfach die Playlist auf den anderen Bildschirm legen. Dann könnte ich auch sagen, was es ist, aber ich glaube, es ist aus Spellforce, würde ich fast behaupten, oder? Hört sich fast so an. Also ich bin ja so ein bisschen hintergründig damit beschäftigt, neue Lieder in die Playlist zu laden, was man halt so erfinden kann, was man entdecken kann. Und möchte natürlich jetzt nicht unbedingt die Bekannten nehmen, wie die aus Fable oder Morrowind oder so. Deshalb habe ich mir ein paar zusammengesucht, die etwas weniger eindeutig sind, sage ich jetzt mal. Aber dennoch ganz hübsch sich als Hintergrundmusik machen. Na komm. Ha! Doch, das... Oder ist... Nee, oder? Boah, ich versuche gerade zu entschlüsseln, was das für eine Hintergrundmusik ist, aber... Da steckt man ja nicht drinne. So, jetzt müsste ich die Decke irgendwie zubasteln, aber ich kann ja erstmal die Tribüne fertig basteln, damit ich hier nicht verwirrt werde. Na ja. Le Unhold. Bleib ja von meiner Tribüne weg. Mann, habe ich was gesagt? Na klar, es reißt mir nämlich das Schaf aus. Geh wieder rein. Nein, das Schaf reißt aus. Ah, fangt das Schaf ein, fangt das rosa Schaf ein. Los, geh da wieder rein. Ha! Du wirst nicht entkommen. Mein grausamer Plan hat wieder zugeschlagen. Natürlich sieht die Tribüne noch mehr nach Flickwerk aus, nur wegen diesen elenden Creeper. Ich sollte wirklich mal das Loch stopfen. Noch mehr solche Gestalten? Nee, ne? Würde ich euch auch nicht geraten haben. Bin vielleicht etwas übernervös, aber das hat auch seine Gründe. So, der Baum hier kommt mal auch weg. Und der hier natürlich auch. Da haben wir gleich ein bisschen Holz für unsere Hütten. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Da können wir da vielleicht auch vereinzelte Hütten schon mal Nacht drauf bringen. Ich wollte hier das nehmen. Also ich mache das mal einfach nur so relativ unschön. Da müssen wir dann im Nachhinein gucken, wie wir das schöner gestalten. Aber das machen wir dann von außen. So, nur damit ich jetzt weiß, wo die Tribüne ist und wo das ganze Zeug lang gehen soll. Nur deshalb mache ich das hier. So hier. Dann geht das hier so weiter. Und das ist schon die Wand von oben. Okay. Hoppala, da war wieder ein Leck drinne. Und da ist wieder ein Haufen Plattwerk. Muss ich mir erstmal durchprügeln hier. So. Dahin und dann da oben noch irgendwie hin. Warte mal. Da. Mann. Wer macht denn das ganze Grünzeug rein? Das geht ja gar nicht. Das muss auch noch weg hier. So muss ja alles seine Ordnung haben. So. Levant du Arena. So. Hoppala. Na, mein Cobblestone, da habe ich noch welchen.
wäre echt schlimm, geht uns hier der Cobblestone aus. Und das ist die Unterseite von dem Tempelvorsprung oder so. Also dem Vorsprung, wo man der Tempel hin soll. Also wenn mich jemand fragen würde, ob ich lieber eine Kirche oder einen Tempel haben würde, ich würde es Tempel sagen. Weil irgendwie empfinde ich an einem Tempel mehr Ruhe, also empfinde den mehr als einen Ort der Ruhe als an der Kirche. Eine Kirche ist immer sowas Verpflichtendes, sowas Absolutes. Aber so ein Tempel kann, also meiner Meinung nach, irgendeinem Gott geweiht sein oder einfach mal gar keinen. Und dann in seiner Funktion einfach nur als Entspannungsort dienen. Einfach nur so ein hübscher Ort, wo man sich reinsetzen kann und ein bisschen die Architektur betrachten und so weiter und so fort. Also überhaupt nichts Böswilliges im Sinn haben. Also an sich ist ja die Kirche von ihren Grundsätzen her völlig in Ordnung. Bloß leider gibt es da, naja, einige Interpretationsversuche, die jetzt nicht unbedingt auf Gegenliebe meinerseits stoßen. Deswegen stehe ich dem Ganzen etwas kritisch gegenüber. Ist auch schon witzig, dass das Wort Gottes sehr unterschiedlich geschrieben werden kann, je nachdem, wer es halt ausspricht, ne? Naja, aber ich möchte mich jetzt hier nicht unbedingt auf ein derart kontroverses Thema versteifen. Da klopfen sich schon genug Leute die Köpfe darüber ein. Warum eigentlich? Ich schätze mal, fast jede Religion hat irgendwo in ihren Geboten stehen, du sollst dich töten. Na, klasse. Ja, wenn sie es denn mal tun würden, dann wäre alles wunderbar. Na gut, also nicht, dass ich meine, jeder müsste unbedingt herumgaukeln, aber der Großteil derer, die da in diesen, sag ich mal, Religionskriegen draufgehen, der war bestimmt ganz nett. Also jetzt so vom rein menschlichen her gesehen. Was man vom rein religiösen vielleicht nicht so behaupten kann, aber darum geht es ja gerade eben nicht, Mann. So. Da habe ich jetzt fast auch die Decke zu, das wäre eigentlich ganz günstig, wenn ich die zukriegen würde. Also müsste ich mir keine Sorgen mehr um irgendwelche Leute machen. Zum Beispiel um irgendwelche Klapperhänse, die da draußen ihr Unwesen treiben. So. Ich hoffe mal, ich kann von hier bauen. Ja, da kann ich ganz wunderbar bauen. So, da drüben müsste ich dann nochmal ansetzen, aber egal. So, dann machen wir erstmal die Arena so grob zu, damit wir wissen, woran wir sind. Genau, gehen wir weg, du Klotz. So, dahin. Opala, na gut, da von mir ist auch hin, ist mir auch egal. So, ach so, das soll ja hier gar nicht hin, das ist ja falsch. Das weg. Das da war schon richtiger. Da dran, da dran, da eigentlich auch noch dran, aber da komme ich gerade im Moment nicht hin, das ist ein bisschen schade. Mache ich das mal hier zu, dann mache ich das hier so zu. Damit wir hier drinnen erstmal Ruhe vor irgendwelchen Viechern haben. Und die uns nicht unbedingt auf die Nerven gehen. So, Fackeln natürlich. Alles verfackeln hier, alles abfackeln. Und dann klotze ich mal die restlichen Deckenklötze hier rein. Wenn mir das irgendwann mal gelingen sollte. So, muss ich halt wieder ein bisschen actionreich machen, die Bauphase hier, aber egal. Na, Mann, ich kann nicht die ganze Zeit rumhüpfen und Klötze setzen. Die sind auch ein bisschen schwer, ja. Ich meine, ich kann das den ganzen Tag lang machen, das ist kein Problem, aber das würde A, die Spannung nicht unbedingt steigern und wäre B, für mich selbst auch etwas nervtötend. Was ihr dabei empfindet, das könnt ihr euch gerne selbst ausmalen, da möchte ich jetzt keinem was vorschreiben. Aber ich mache mal hier oben das Gras weg. Wenn mir das mal gelingen sollte, meine Güte, warum sind meine Arme so kurz? Na, so. Und da es draußen schon wieder dunkel wird und die Decke noch nicht ganz dicht ist, lege ich mich mal lieber ins Bettchen. Rapü, 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 rapü. So. Ein neuer Morgen ist angebrochen, das sehen wir dort oben. Und an diesem neuen Morgen werden wir mal die Decke weiter zubasteln. Damit das Schaf mal da oben wegkommt oder so. Och Mann, warum reicht das immer genau nicht? So. Jetzt aber. Da wollte ich keinen Klotz hinsetzen, da wollte ich einen Klotz hinsetzen, da wollte ich einen hinsetzen und dort. Mann, Mann, Mann. So, jetzt hier bitte mal. Dann bitte mal hier. Und dann bitte mal nach da drüben. Und vermutlich noch eins hoch. So, jetzt dürfen wir eine ideale Bauposition haben. So, na bitte. Und können ja mal die Decke wieder zubasteln. So, so, so.
so scharf, du kannst da gleich von da oben weg. Und dann gucken wir uns mal von draußen an. Das sieht dann bestimmt sehr, sehr hässlich aus, aber egal. So. Jetzt wissen wir wenigstens, wie das aussehen soll mit der Arena. Das ist erstmal so pro forma. Ungefähr so hier. Ne? Ich mache das hier nochmal weg, damit man vielleicht den Eindruck besser hat. So, die Erde lasse ich jetzt auch mal drinnen. Die wechsle ich jetzt nicht aus. Warum? Das wird sowieso nachher noch alles schön gemacht. Aber das soll ungefähr die Arena darstellen. Da kann man noch von den obersten Reihen ganz gut unten reingucken. Zwar nicht unbedingt die Plätze von gegenüber sehen, aber warum auch? Kämpfe im Publikum werde ich sowieso unterbinden, weil da bin ich etwas dagegen. Was ich jetzt auch gleich mal machen könnte, ich könnte hier in der Mitte einen Gang buddeln, damit das... Na du Arschloch! Mann, ich hasse Creeper! Meine Güte! Ich brauche langsam gar nicht mehr die ganze Plätze hier austauschen, weil andauernd irgendwann ein Creeper ankommt. Warum kommen hier noch Creeper an? Ist es hier nicht hell genug oder was? Na gut, da drüben die Ecke ist noch ziemlich dunkel, das kann man vielleicht zugeben. Aber langsam dürfte doch mal hier genug sein mit Knall-Bumm-Action. Ist ja hier kein billiger Hollywood-Streifen. So, Le Arena. Ich präsentiere, ne? Und so weiter und so fort. Kennt ihr den ganzen Spruch. Also das hier ist die Mitte. Die Gänge mache ich auch mal wieder drei breit, weil ich das so schön finde. Njok. Außerdem passt das dann ein bisschen in die Symmetrie rein. So, da kommt hier der Torbogen hin und dann fängt... Och nö! Sag mal, seid ihr alle von wilden Affen gebissen oder was ist hier los? Ja, mach ruhig Bumm, du Sau. Meine Güte. Vielleicht kommt noch so ein Viech angewatschelt, ich sehe es doch kommen. Ich sollte hier ein paar Bärenfallen aufstellen. Oder ein Eisengolem reinstellen oder irgendwas machen. Ich will doch hier unten nur eine Arena bauen und anderen kommt so ein Scheißvieh angewatschelt. Ach so, weil die Decke da noch nicht zu ist. Hehe. Das erklärt vielleicht einiges, ne? Ich weiß gar nicht, in was für ein Radius die entfernt sein müssen, also vom Spieler, damit die spawnen. So, jetzt habe ich die Decke zu und alles gut, ne? So, jetzt krieg die Ecke hier noch eine Fackel, einfach nur um sicher zu gehen. Und dann dürfte doch hier endlich mal Schluss sein mit den ganzen Hokuspokus. Anderen fallen hier Creeper aus der Decke, ich komme nicht zum Bauen, irgendwas ist immer. So, wo ist die Spitzhacke? Da ist die Spitzhacke und hier ist die Wand, die gleich nicht mehr da ist. So. Ich könnte ja mal was essen, ich habe hier noch drei Fisch und wieder ein bisschen Gammelfleisch, weil ich das so unbedingt nötig habe. Le Fisch und... Der Fisch auch eigentlich ganz nahrhaft, der Mist, ne? So, das hier wird also quasi der Eingang. Kann man sich schon so vorstellen. Ja, da muss man sich halt hier oben irgendwie lang gehen und auf seine Plätze verteilen. Die kriegen da schon hin, die Bewohner. Wobei eigentlich, warte mal, ich überlege gerade, das kann jetzt eine Weile dauern. Wenn hier die erste, also die oberste Sitzreihe ist, da steht man hier halt so rum auf der Sitzreihe. Dann wäre es eigentlich ganz nett, wenn wir hier nochmal einen Zaun hinmachen an diese Stelle. Hier ist ein zweier Rundweg vielleicht. Das wäre vielleicht auch nicht gar nicht so doof. Oder einer Rundweg. Ein zweier Rundweg. Das heißt, hier ist der Rundweg. Also ich versuche gerade was zu planen, wenn man das nicht mitbekommt, aber das, ist auch nicht unbedingt notwendig, das mitzubekommen. Das heißt, Sitzreihe, Zaun, Rundweg, Rundweg. Rundweg, Rundweg. Türrahmen ist die Reihe hier. Das ist der Türrahmen. Und da hier der Türrahmen ist, fängt dann hier die Treppe an. Also ich hoffe, man versteht meine Intention, die ich hier gerade versuche zu verbreiten. Also hier soll dann die Treppe hinkommen. Irgendwo ein Creeper da? Nein, sehr schön. So, das wird zwar etwas größer angelegt, aber mein Gott. Wir bauen ja keine 50.000 von den Dingern, sondern erstmal nur eine. Und ich denke, bei einer wird es auch bleiben, deswegen können wir uns hier schon ein bisschen ins Zeug legen. Hoppala. Aber nicht dahin legen. So,
Und Fackeln kann man natürlich auch ein paar verlegen. Hui. Gut, dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwie wieder rauskomme. Oh. Ich müsste eigentlich, warte mal, also ich muss hier nur noch zwei, drei hoch. Da bin ich eigentlich auf der Höhe, auf der ich auch raus will. Na gut, eigentlich brauche ich gar keine Treppe, wo es mir gerade einfällt. Okay, ich werde in der nächsten Folge mal gucken, wie ich das hier gestalte mit dem Rausgang und Reingang und so weiter und so fort. Ja, aber in der nächsten Folge halt. Für diese Folge bleibt nur noch ein Tschüssi und auf Wiedersehen.